Jetzt, wo alle wegen Corona zu Hause sitzen müssen, habe ich mir mal überlegt, wie man denn Videokonferenzen am sichersten gestalten kann. Dabei ist mir Jitsi Meet ins Auge gefallen. Jitsi ist eine verschlüsselte Voice-over-IP-Software, die jetzt zusätzlich auch noch ein Conferencing-Tool anbietet. Jitsi hat einen großen Fokus auf Sicherheit und jetzt, wie ich bei Jitsi Meet gesehen habe, ist das auch sehr einfach bedienbar. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Jitsi-Call aufzusetzen. Die schauen wir uns an. Die einfachste ist, einfach hier auf der Jitsi-Webseite auf Start a Call zu drücken. Jetzt kann ich hier Namen von einem Call eingeben und auf Go drücken. Dann bekomme ich einen Link, kann den allen meinen Kontakten zuschicken und die können dann joinen. Da werden wir jetzt aber nicht den Hauptaugenmerk drauflegen, sondern wir werden in diesem Video einfach schauen, wie man einen Jitsi-Server selber hosten kann und wie man da auch noch ein SSL-Zertifikat dazu bekommt. Wie immer, wenn man was hosten will, braucht man erstmal einen Server. Günstige VPS-Server gibt es wie Sand am Meer. Ich habe mich jetzt mal für vpsserver.com entschieden. Das kostet 5 Euro im Monat, man hat 1 Terabyte Traffic. Und der große Vorteil, was jetzt VPS-Server attraktiv macht, ist, dass man verschiedene Locations hat und je nach Standort die halt einfach auswählen kann. Das reduziert die Latenz und da will man eine äußerst niedrige haben bei Videocalls. Ich habe das Ganze jetzt noch nicht getestet. Ich habe ein CPU, 1 GB RAM und 25 GB Festplatte. Das sollte für Jitsi reichen. Ich werde jetzt da auch keinen großen Stresstest machen. Ich lasse meinen Jitsi-Server mal so stehen. Ihr könnt dann auch joinen, wenn ihr wollt, und gucken, wie es performt. Ich werde dann aber wahrscheinlich nach einem Monat auch wieder abbauen. Ja, hier habe ich jetzt schon mal die IP-Adresse von meinem Server bekommen. Ich mache mal das Windows-Kommandofenster auf und ping einfach mal die Adresse an und habe jetzt von mir aus eine sehr gute Latenz, die auf jeden Fall unter 30 Millisekunden liegt. Das hätten wir geklärt. Als nächstes kann ich mich einfach als Root hier einloggen. Wenn ich hier auf Manage gehe, dann sehe ich hier den Nutzer Root und das Passwort. Ja, ich weiß, sollte man nicht tun. Auf Port 22 Root Login erlauben. Da gibt es viele Tutorials dazu, wie man seinen VPS sicher macht. Haltet euch da bitte dran, aber das ist jetzt nicht Inhalt dieses Videos. Wir werden jetzt einfach mal Jitsi Meet installieren und unseres eigenes Konferenz-Tool jetzt hier für 5 Euro im Monat betreiben. Günstiger geht's kaum. Naja. Also ich habe mir mal so einen Spickzettel hier schon mal bereitgelegt. Wichtig zu wissen ist, dass man bei vpsserver.com keine Domains bekommt. Die bekommt man zum Beispiel bei do.de für kleines Geld. Ich glaube 19 Cent im Monat oder sowas ist da eine DE-Domain. Die sollte man sich auf jeden Fall kaufen, weil man ja auch SSL verschlüsseln möchte mit Let's Encrypt. Das ist aber der zweite Teil des Videos. Wir installieren jetzt erstmal Jitsi. Und dafür habe ich diese Befehle mir rausgesucht. Ihr bekommt jetzt in der Videobeschreibung nicht diese Befehle, sondern einen Link auf die Website von Jitsi, falls sich da mal was ändert, dass ihr da immer auf dem neuesten Stand seid. Ja, ich habe jetzt bin jetzt der Root und Root weiß ja, was er tut. Von daher brauche ich auch kein Sudo hier und feuere jetzt einfach die Befehle nacheinander ab. So, und bei der Installation kommt ein toller Installationsassistent. Hier habe ich schon mal meine Domain bereitgelegt. Ist jetzt eine dünne DNS-Domain mehr oder weniger, sollte aber hoffentlich auch funktionieren. Wir wollen ja jetzt Let's Encrypt verwenden und das sagt uns auch der Text schon, dann sollen wir einmal Self-Signed auswählen. Später können wir dann mit Let's Encrypt das ersetzen mit einem signierten Zertifikat, also Self-Signed-Zertifikat auswählen. Ja, also ist jetzt fertig installiert. Was mittendrin irgendwo kam, das fand ich ganz toll. Hier habe ich es nochmal gefunden. You can now switch to a Let's Encrypt Certificate. Die legen extra Skript dahin, dass man das beantragen kann. Finde ich super. Allerdings, mittendrin hier irgendwo, wenn man da nicht ganz genau hinguckt, verpasst man das. Aber ihr seht es jetzt ja hier im Video. Das Skript kann ich einfach mal aufrufen. Root bin ich ja sowieso schon. So, falls ihr das jetzt auch geschafft habt, dann hier den Text einmal lesen und auch entsprechend Backups machen. Da das jetzt bei mir nur eine Testinstallation ist, naja. Hier gibt es einmal den Befehl Certport Auto-Renew, den würde ich einmal ausführen. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er sich das selber einplant. Okay, er macht es jetzt hier nicht. Das ist wahrscheinlich der Befehl, der dann in die Contab eingeplant werden sollte, dass der regelmäßig einfach schaut, dass es auch ein neues Zertifikat gibt.
Das ist jetzt alles nicht so richtig Thema in dem Video, also für Let's Encrypt gibt es einige Anleitungen, da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wir haben jetzt also Jitsi Meet installiert und haben auch ein Zertifikat beantragt. Um das Ganze jetzt zu testen, gehe ich jetzt hier mal auf genau diese Domain, die ich da jetzt ausgewählt habe im Browser. Ja, und ich bin echt begeistert. Es funktioniert sofort. Ich habe echt nur das gemacht, was ihr jetzt in Putty gesehen habt. Das war's. Ja, jetzt noch ein Hinweis. Ihr seht oben schon in der Taskbar ist Chrome offen. Das liegt daran, dass das mit Firefox nicht gut funktioniert. Das ist keiner der unterstützten Browser. Also ihr solltet einen nehmen, der auf Chromium basiert. Das wäre zum Beispiel der Microsoft Edge. Es gibt ja auch datenschutzfreundliche Chromium-Projekte. Von daher, genau, könnt ihr das einfach nehmen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie gut performt das Ganze auf meinem Server. Kann. Ich würde den jetzt gerne mal ein bisschen unter Last setzen und schauen, ob dieser Server sich da jetzt für eignet. So, ich habe einen Test gestartet mit meinem Mini-VPS-Server auf Jitsi mit meinem 1 CPU und 1 GB RAM und mit ein paar wenigen Sessions, ich hatte jetzt 4 offen, läuft das Ganze stabil. Was aber langfristig zum Problem werden kann, ist der Traffic-Verbrauch. Ist man nur mit 2 Nutzern verbunden, gibt es ein Peer-to-Peer-Protokoll, das dafür sorgt, dass der Server vom Traffic gar nichts mitbekommt und nur die beiden Teilnehmer kriegen direkt die Pakete, zum Beispiel von der Webcam, hin und her geschickt. Problematischer wird es dann, wenn man viele Leute mit Webcam in der Session hat, dann steigt natürlich der Traffic entsprechend an. Was ihr jetzt im Hintergrund seht, ist ein IFTOP mit einer HD-Kamera. Man sieht schon, dass da ein bisschen Traffic zusammenkommt. Und bei 1 Terabyte könnte es da schnell eng werden, je nach Anwendungszweck. Das Gute bei VPS-Server ist, man kann einfach upgraden, wenn es nicht mehr reicht. Jetzt wagen wir mal einen Blick, wie so eine Konferenz am Ende aussieht. Gleich vorneweg, wir sind hier nur im Browser und sollten hier auch den Chrome-Browser verwenden, da der unterstützt wird. Aber man sieht schon, man muss kein zusätzliches Programm neben dem Browser verwenden. Das ist ein Riesenvorteil. Es reicht also einfach, den Link weiterzugeben und es kann sich dann über Chrome jeder einloggen. Um die Session jetzt privat zu gestalten, kann man unten noch ein Passwort vergeben. Dann braucht man den Link und das Passwort, um in diese Session eben reinzukommen. Auf der Startseite kann erstmal jeder seinen Raum oder wie man das auch immer nennen möchte, anlegen und Leute dazu einladen. Ja, jetzt ist der Jitsi-Server erstellt, ihr könnt ihn nutzen. Was aber sehr, sehr kompliziert wird, kann ich euch gleich sagen, wenn ihr anfangen wollt, hier weitere Sachen zu konfigurieren. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, Nutzer anzulegen, sodass nur ein Admin hier überhaupt Räume erstellen kann. Das war so kompliziert, ich habe es nicht geschafft. Das ist meiner Meinung nach relativ schlecht dokumentiert und man muss an vielen Stellen Konfigurationen vornehmen, die einem etwas kryptisch erscheinen und nicht so ganz klar ist, warum man das machen muss. Zum Beispiel muss man dann eine Unterdomäne nochmal anlegen, damit Gäste dann überhaupt noch ja, zu dem Meeting dazukommen können. Ist ein sehr schönes Tool und ist auch noch, was die Administration geht, ausbaufähig in der Benutzerfreundlichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach öffentliche Jitsi-Server zu nehmen. Dort könnt ihr private Räume erstellen, mit einem Passwort schützen. Ja, und schon habt ihr den ganzen Aufwand nicht mehr. Danke fürs Zuschauen soweit und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne abonnieren und ich blende euch jetzt auch noch ein paar andere spannende Videos ein.